und herzlich willkommen zurück zu Shadows of Rose von Resident Evil 8, der DLC. Ja, in der letzten Folge sind wir durch unseren Freund, wo ich immer noch denke, dass ich weiß, wer es ist, aber mir halt nicht sicher bin, sind wir hier reingekommen und es sieht hier wirklich, wirklich schön aus. Mal etwas ganz anderes zu unseren üblichen, ja, Schimmelzombies, wie ich sie neuerdings immer nenne. Und allen anderen, beziehungsweise diese ganzen Puppengeschichte, die wir jetzt durchgemacht haben. Was ist das denn hier? Ist das so eine Art Babyfon irgendwie? Ja, dürfte sein. Da liegen ja auch Windeln rum. Kann man hier denn irgendwas aufnehmen? Habe ich überhaupt mein Inventar hier? Nee? Ich habe gar nichts. Okay. Gut, wir schauen uns trotzdem mal so ein bisschen um. Weil ich habe ja schon vermutet... Oh, da hinten... Ist er wohl. Ich habe ja schon vermutet, dass das vermutlich unser Zuhause ist, also wo wir großgezogen worden sind. Ah, nicht so gesund. Käse und Fleisch, naja. Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Diese Stimme. Ist das... Dad? Ja. Und ich dachte, die Szene geht etwas länger, deswegen habe ich jetzt gerade einen Schluck getrunken. Regina Rosi, vielleicht sind die da ja drauf gekommen. Ach, wir nennen unser Kind einfach mal Rose. Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Ne? Bestimmt. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Ja, vielleicht Schlagzeugspielerin oder sowas. Habe ich damals gesagt, würde ich auch gerne machen, aber das war meinen Eltern etwas zu laut. Letztendlich, du darfst auch gerne was dazu sagen, letztendlich ist es dann die Flöte geworden, aber die habe ich dann irgendwann aufgehört. Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Es wäre auch schlecht, wenn Kinder lang nach der Flasche schreien müssten. Ach, wer kennt sie nicht, diese komischen Gebilde, wo man die Fläschchen draufhängen kann und so weiter zum Trocknen. Da hat aber einer die Pfanne noch nicht sauber gemacht, noch nicht gespült, die ganzen Sachen stehen hier noch rum. Aber zumindest gab es gesundes Essen, das ist ja auch schon mal was zwischendurch, oder? Moment, was sind das? Nee, es könnten Kartoffeln sein. Aber lecker Zitrone war dabei. Was es für ein Fläschchen ist, weiß ich nicht. Vielleicht wollte ja man jemanden umbringen, wer weiß. Keine Ahnung. Also solche Fläschchen waren bei uns jetzt nicht normal, dass die irgendwo bei der Essenszubereitung standen. Obst steht auf dem Tisch, das ist doch schön. Oh, hier ist auch noch was. Sieh dich in Ruhe um. Achso, ich dachte, wir können noch miteinander reden. Keine Karte verfügbar. Okay, dann gehen wir mal so hin und her. Größerer Speiseraum. Ah, die Hipgläschen. Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Hab wohl schon immer Obst gemocht. Das kenne ich. Das kenne ich. Das ganze Zeug mit Fleisch und alles, das hat meine Tochter nie angerührt. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe auch nicht die... Also ich habe jetzt Hip gesagt, hier steht natürlich Hop drauf. Habe ich nie geholt, weil die ja doch sehr verrufen sind von der Marke her. Und da auch gerne mal... Ja, Meldungen von wegen Glas im Fläschchen und so kamen. Achso, jetzt sind wir wieder hier. Können wir uns direkt oben umsehen oder haben wir noch irgendwas vergessen hier unten? Gespeichert hatten wir, bevor wir reingekommen sind. Ach, dann war das unser Kinderwagen. Weil er sieht... Gut, er sieht halt aus wie ein normaler Kinderwagen, ne? Aber er sieht so ein bisschen so aus... Wie der eine, den wir uns angeschaut haben. Oh, Badezimmer. Keine Badewanne. Oh Gott, das arme Kind. Ist das mitten in die Dusche genommen worden, oder wie? Hilfe. Wahrscheinlich hatten die so ein Behelfsbad oder sowas, was sie dann... Keine Reflexion? Boah. Sogar bei Resident Evil. Also, ja gut, das ist Resident Evil. Aber bei den anderen Teilen hatte ich immer Reflexion so im Spiegel. Das haben sie sich hier gespart. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön.
Könnte sein, dass ich das auch kenne, aber ist jetzt natürlich sehr wenig abgespielt. Ach so, dieses typische Bild, Junge und Mädchen und ein Luftballon, das erinnert mich irgendwie immer an S. Da habe ich jetzt keine Habe guten ich Erinnerungen mit. hier geschlafen? Ja, nehme ich an, wenn da ein Babybett steht, ne? Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Ja, das haben Babys so an sich, dass sie nun mal immer größer werden. Vor allen Dingen, dass sie schnell größer werden. Das haben sie an sich. Deswegen kann ich jeden, der ein Baby bzw. Kind hat, nur empfehlen, nutzt die Jahre mit euren Kindern. Die werden so schnell erwachsen und dann kommen sie irgendwann an. Mama, geh einfach. Ich bin jetzt unabhängig. So. Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben, wie klein ich mal war. Schande, was ist das für ein Bär, bitte? Ist das zum Zumachen? Das ist jetzt kein Häubchen oder so. Ach, vielleicht ein Lätzchen, das könnte noch sein. Stehen schon wieder überall die Windeln rum. Schauen uns hier mal ein bisschen um, weil es ist ja doch. Hat das Bett gerade geknistert und sich bewegt? Hallo? War hier nicht auch gerade noch was am Leuchten? Als ich reinkam, waren noch zwei Orte am Leuchten, oder nicht? Ach, da hinten ist noch eine Tür. Vielleicht noch ein Badezimmer? Oh, kein Badezimmer. Okay, hier ist noch was. Ich frage mich, ob sie mir später mal Oh. ähneln wird. Oh, ich sah so glücklich aus. Ja, und du sahst so süß aus damals. Okay, heute sieht sie auch gut aus, aber sie sah so süß aus. Da würde ich mal sagen, dass ich das erstmal zurück. Ja, ich weiß, aber wenn man irgendwas nimmt, passiert ja meistens was. Und ich würde mich gerne noch ein bisschen umschauen. Karte zur Sicherung? Verschlossen. Ach so, die muss ich damit öffnen. Okay, dann gucke ich aber erstmal hier. Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten, also habe ich sie aufgeschrieben. Ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde. Hab es also fürs Erste in eine der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten an mein Lieblingsfoto versteckt. Ja, das wäre dann wohl der Hinweis darauf gewesen, auf das, was wir schon gefunden haben. Aber da draußen war noch ein Raum, da würde ich gerne noch mal kurz reingucken vorher. Nee, nicht hier. Da war Badezimmer. Genau, hier. Oh, gut. Es ist kein Raum, aber doch, daneben ist auch noch mal ein Raum. Es ist auf jeden Fall eine Ecke, eine sehr schöne Ecke. Oh Gott, kommt man die Dinger nicht eigentlich kaputt machen hier? Es gab doch immer im Resident Evil so eine Möglichkeit, diese Wackeldinger kaputt zu machen. Ah, schade. Ich habe ja nichts mehr außer meine Kräfte jetzt. Okay. Oh, meine Mutter. Also nicht meine Mutter, aber Rose Mutter. Hochschwanger. Ah, jetzt können wir es doch anklicken. Ethan, vergiss nicht, dass Rose am 2. 6 Monate alt wird. Ich mache einen richtig guten Kuchen, also wehe, du isst ihn nicht. Und nur, dass du es weißt, ich werde ab jetzt zu jedem besonderen Anlass einen Kuchen backen. Bitte schieß viele Fotos für unser Familienalbum. Hab Mom schon ewig nicht gesehen. Bitte? Du bist doch vielleicht 16 oder so. Wieso hast du deine Mutter nicht mehr gesehen? Hallo? Was ist denn da abgegangen? Oh. Ich würde sagen, das ist dann die Rumpelkammer hier. Oh. Ich weiß, dafür ist sie eigentlich noch zu jung, aber ich fand ihn süß. Oh. Frag mich, wie wir damit gespielt haben. Ja, offenbar gar nicht, weil das Ding hat immer noch eine Schleife um. Also denke ich mal, obwohl andererseits, das ist ja, denke ich mal, nicht wie am Tag der Flucht gewesen hier, wenn man das jetzt so Flucht nennen kann. Hier kann man so nichts mehr. Nee. Okay, ja, dann würde ich sagen, dann holen wir uns mal den Schlüssel. Und ich denke, also ich vermute, dass dann was wohl getriggert werden könnte. Vielleicht kommen wir dann aus dieser schönen Erinnerung wieder raus. Das würde ich ehrlich gesagt sehr schade finden, weil ich finde es hier gerade so schön entspannt, mal so ein bisschen zu chillen. Und ja, können wir nicht einfach hier bleiben und den Rest dann gar nicht mehr machen? Ich weiß ja nicht, was noch kommt. Look careful, ja.
Sieh genauer hin, genau. So, okay, dann holen wir uns den Schlüssel. Ja. Das wissen wir ja schon. Ein Brief an mich? Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da, was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Niemand liebt dich. Nein. Michael, Michael, hilf mir. Michael, nein. Weißt du was? Dieses Ding, das du suchst, ist nicht hier. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Arme Rose, sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauern! Genug gespielt. Ach, ich bin jetzt wieder da. Nein. Jetzt ersäufst du. Ich muss ich hin? Zuerst da. Zuerst? Muss ich hin? Wo muss ich hin? Doch, kann ich rum, oder? Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Guck dich oh, an. Lauf doch mal! Du bist absolut nichts wert! Was ist dein verdammtes Problem? Lauf! Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da offensichtlich nicht hin. Nein! Das ist toll, aber... Du bist einfach zu gierig! So viele Freunde, doch es ist nie genug! Oh, Leute, ernsthaft? Ich habe nur noch weißen Salbei. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Büschel, ein Zweig. Ja, nehmen wir den Zweig trotzdem mal. Oh, lauf. Wo willst du denn hin? An dir vorbei, dumme Schnepfe. Deine Familie ist da. Oh. Schluss mit dem Scheiß! Oh, fuck! Stirb! Okay. Hallo, ich guck euch an. Hallo? Nein! Nein! Das war unfair. Die gelten ja... Die halten sich ja gar nicht an ihre Regeln. Ihr Arschlöcher! Genug gespielt. Jetzt ersäufst du! Oh. Ich war zuerst da. Geh weg, dumme Schlampe. Mann. Zuerst?
doch darum. Lauf, lauf, lauf. Warum will sie nur Victor. Dich? Wovon redest du, verdammt? Komm dich an! Du bist absolut nichts wert! Ah, geh mir aus dem Weg, du dummes Huhn. Problem? Echt? Was ist dein verdammtes Problem? Ich muss hier raus. Ja, falsche Seite. Ich weiß. Irgendwie ändert sich hier gerade alles. Du bist einfach zu gierig. Ach, geht mir aus dem Weg, ey. Geht mir aus dem Weg, ihr Blöden. Doch es ist nie genug. So, ich nehme nochmal eben den... Wo willst du denn hin? Weg von dir! Sieh mal, deine Familie ist da. Und weg von denen. Stirb! Stirb! Oh, mach schneller. Mach. Lass mich da durch! Eine Gelegenheit gewesen. Sie sollten nach ihrem Tod hier zu mir kommen. Was? Nun? Was? Hör auf! Wie bist du überhaupt hier? Beeil dich. Ja, ich bin hier. Konnte ich nicht lesen, keine Ahnung. Sei vorsichtig, ja toll. Noch sind wir nicht sicher. Dahinter steckt Evelyn. Evelyn? Dieses Mädchen? Wo bin ich denn jetzt? Aus dem Haus entkommen. Ja, gut. Ich habe aber immer noch nichts. Oh Leute, ernsthaft? Wir können immer noch nicht raus. Ja, wir müssen vorher speichern. Das wäre ganz schön. Benutz deine Kräfte an ihr. Okay. Wenn sie schwach ist, kann ich helfen. Okay. Das sollte helfen. Ah, Arznei, das ist gut. Wieso kann ich das nicht nehmen jetzt? Ah, Baby, jetzt geht's bald richtig ab hier. Hätte ich mich aber eben gar nicht aufladen müssen, ne? Ganz ruhig, du schaffst das. Ruhig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Oh, hier ist eine Speichermaschine, sehr schön. Sehr schön. Okay, dann kann uns zwar trotzdem noch was passieren, aber dann sind wir zumindest schon mal so weit safe, dass wir das nicht mehr nochmal machen müssen. Ja, ganz ruhig, du schaffst das. Ha. Ich sehe noch nicht mal, wo ich hin muss hier. Hallo? Du entkommst nicht! Niemals! Warte auf den richtigen Moment. Ein liebes Mädchen! Ja! Jetzt? Sie ist noch nicht erledigt. Sei vorsichtig, okay. Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen. Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose. Komm. Okay. Du stirbst hier. Ja, geh woanders hin. Los, geh zurück. Oh, geh dahin. Ja, die kommt hier nicht raus. Dein Ernst? Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen. Also durch die Tür konnten wir nicht. Das war jetzt wirklich dämlich. Jetzt wollte ich gerade nochmal speichern, weil ich gerade davor stand. Ja, wissen wir. Du entkommst nicht. Niemals!
Achte auf ihre Windstöße. Ja, das hatte ich eben besser gemacht, ich weiß. Okay, das war zu früh. Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Okay. Muss ich mich... Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose! Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen! Okay, wir warten jetzt nochmal eine Phase ab. Was war das denn gerade hinter mir? Auf, wo du hintrittst. Ja, toll. Wo kann ich denn hier hintreten? Das ist bescheuert! Das stimmt, das ist total bescheuert. Geh weg! Wo ist sie? Ich war besonders! Nein! Wo war sie? Mädel, willst du mich verarschen? Du bist ein Nichts! Ach, da oben! Kein Entkommen! Ah, komm, ich muss dich doch nur mal treffen hier. Och, Leute, ernsthaft jetzt. Das ist eine Blume. Ich war vor dir da. Ist da noch irgendwo eine Blume oder? Hab ich hier irgendwas übersehen? Warum will sie mich nicht? Oh Leute, ernsthaft? Ich kann da nicht hoch. Was fehlt dir denn? Hä? Hallo, ist da noch eine Blume? Ich muss das doch irgendwie hier wegkriegen können. Weil sie kann ich ja anscheinend nicht direkt platt machen. Sie will das zumindest nicht, weil dann kommt sie immer wieder mit dem... Oh! Du entkommst nicht! Niemals! Oh, ist das Mist. Das ist richtig Mist. Hast mich. Oh, wie süß. Hier drüben. Ich war so ein liebes Mädchen. Fokussiere deine Kräfte. Ich helfe dir. Ja, wir warten noch mal einmal ab. Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen. Geh weg!
schießen! Gib nicht auf, Rose! Finde den Kristall!